Eigentlich wollten sie sachlich über ihre Gehaltserhöhung sprechen, aber auf einmal fliegen verbale Pfeile durch die Luft, auf einmal werden sie von ihrem Chef angegriffen, auf einmal sind sie mit Killerphrasen konfrontiert in ihrer Gehaltsverhandlung. Wie gehen sie mit dieser Situation um? Darauf möchte ich Ihnen jetzt antworten. Mein Name ist Martin Wehrle. Die Wirtschaftswoche bezeichnet mich als Deutschlands renommiertesten Gehaltscoach. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt werde ich Ihnen 5 fiese Chefattacken in der Gehaltsverhandlung zeigen und Vorschläge machen, wie Sie souverän darauf reagieren. Attacke Nummer 1, nachdem Sie die Argumente für Ihre Gehaltserhöhung angeführt haben, sagt Ihr Chef relativ ungerührt: Genau dafür, dass Sie gut arbeiten, werden Sie doch bei uns bezahlt. Wie reagieren Sie darauf? Ich empfehle Ihnen, stimmen Sie Ihrem Chef absolut zu, aber zeigen Sie auf, dass Sie inzwischen mehr Arbeit leisten. Das kann etwa so klingen: Klar, da bin ich ganz Ihrer Meinung, ich werde für gute Arbeit bezahlt, nur haben wir ein bestimmtes Maß an Arbeit vereinbart bei Abschluss des Vertrages und ich leiste inzwischen das und das und das und das zusätzlich und deshalb ist die Waage zwischen Gehalt und Leistung aus dem Gleichgewicht geraten und es wird höchste Zeit, dass wir hier einen fairen Ausgleich schaffen. Damit haben Sie das souverän abgewehrt, ohne sich auf die unsachliche Ebene zu begeben. Ich komme auf den zweiten Spruch zu sprechen, den hat gerade ein Klient von mir von seinem Chef gehört. Und zwar sagte der Chef, nachdem er sich die ganzen Argumente meines Klienten angehört hatte: Mein Gehalt wurde auch schon lange nicht mehr erhöht. Es sollte zwischen den Zeilen heißen: Da ich keine Gehaltserhöhung bekommen habe, bekommst du auch keine. Wie hätte mein Klient am souveränsten darauf reagieren können? Antworten Sie gern in Gedanken mit. Ich habe ihm später folgende Reaktion empfohlen, und zwar: Das finde ich wirklich bedauerlich, wenn Sie Ihre Leistung gesteigert haben, denn ich finde es richtig, dass eine zusätzliche Leistung auch durch ein zusätzliches Gehalt belohnt wird. Es gilt bei Ihnen, es gilt jedoch auch bei mir und über mich möchte ich heute sprechen und dann die Argumentation fortsetzen. Also nicht aus dem Tritt bringen lassen, sondern das Argument des Chefs, das gegen die Gehaltserhöhung zu sprechen scheint, wenden, damit es ein Argument für die Gehaltserhöhung wird. Ich komme auf den dritten Spruch zu sprechen, der auch öfter mal zu hören ist, und zwar: Seien Sie doch froh, dass Sie einen so attraktiven Job haben. Das klingt jetzt so, als wäre die Gehaltserhöhung ein zusätzlicher Luxus und man müsse schon dankbar sein und die Hände falten und auf die Knie fallen, nur weil man diesen Job bekommen hat. Auch in diesem Fall würde ich nicht widersprechen und würde Ihnen empfehlen zu sagen: Ja, ich bin auch dankbar, dass ich hier arbeiten darf, das macht mir große Freude und ich habe auch das und das und das bewirkt. Und gerade weil ich so viel bewirke und weil ich so viel Freude habe und eine effiziente Leistung bringe, halte ich es für angemessen, dass mein Gehalt angepasst wird auf den und den Betrag. Der Trick besteht darin, dass Sie diese sowohl als auch Konstruktion hinkriegen. Denn Ihr Chef versucht ein Entweder-Oder zu konstruieren. Entweder Sie sind froh und haben Spaß und sind mit Ihrem Gehalt zufrieden, oder Sie sind nicht froh, dass Sie den Job haben und sind geldgierig. Aber es passt ja beides zusammen. Sie sind froh, den Job zu haben und Sie wollen gleichzeitig ein faires Gehalt. Machen Sie das deutlich und wiederum sind Sie rhetorisch völlig aus dem Schneider. Ich komme auf den vierten Spruch zu sprechen. Den habe ich auch schon gerade neulich gehört, und zwar: Eine Schwalbe macht noch keinen Gehaltsfrühling, beweisen Sie erstmal ein Jahr lang Konstanz. Was in dieser Art, dass Sie erstmal Konstanz beweisen sollen, kommt relativ häufig. Wie gehen Sie mit diesem Argument einer Aufschiebung Ihres Wunsches, wie gehen Sie damit konstruktiv um? Die beste Strategie, die ich kenne, ist, dass Sie aufzeigen, dass Sie schon längere Zeit gewartet haben, längere Zeit Ihre Leistung gebracht haben und dass die Firma sozusagen in Verzug und jetzt auch am Zug ist. Also sagen Sie: Ich hätte mit meinem Anliegen auch schon vor einem Jahr kommen können, da habe ich das und das und das geleistet. Ich habe ganz bewusst gewartet, damit ich diese Konstanz nachweisen kann. Die habe ich nachgewiesen durch das, durch das, durch das. Und insofern bin ich der Meinung, dass, und jetzt verstärken Sie Ihre Argumentation und schon haben Sie diesen Angriff Ihres Chefs, diese Killerphrase, wiederum abgewehrt. Ich komme auf den fünften Spruch zu sprechen, und zwar: Aber Sie haben auch viele Fehler gemacht im letzten Jahr.
Also in der Verhandlung schmiert Ihnen der Chef das eine oder andere Misslungene aufs Butterbrot und jetzt stehen Sie da und wissen nicht richtig, was Sie antworten sollen. Was ist die beste Strategie, mit solchen Vorwürfen umzugehen? Die beste Strategie besteht darin, dass Sie auf Ihre Erfolge verweisen. Dass Sie sagen, ja, natürlich, wo gearbeitet wird, da passiert auch mal ein Fehler. Nur habe ich in der großen Mehrzahl meiner Projekte dies und dies und dies und dies mit Erfolg gemacht. Ich habe das und das und das für die Firma erreicht. Also Sie stellen diesem kleinen Fehler, auf den er seine Lupe legt, entgegen, was Sie alles geschafft, was Sie alles gerissen, was Sie alles geleistet haben. Damit verliert sein Argument an Wirkung, damit verliert sein Argument an Glanz und damit haben Sie beste Chancen, dass Sie Ihre Gehaltserhöhung doch noch erreichen können. Diese Chancen haben Sie übrigens auch, wenn Sie meinen großen Videokurs Gehaltsverhandlung mit Erfolgsgarantie nutzen. Klicken Sie gerne mal die kostenlose Probe an. Der Kurs macht Sie absolut fit für Ihre Gehaltserhöhung und da ist eine Erfolgsgarantie drauf. Sie können das 30 Tage völlig unverbindlich testen. Ich freue mich, wenn Ihnen dieses Video gefällt, wenn Sie den Daumen nach oben weisen lassen. Ich freue mich, wenn Sie das Video mit anderen teilen, wenn Sie Playlists anlegen und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn Sie den Kanal abonnieren und hier wieder vorbeischauen. Und ich freue mich auch, wenn Sie ein paar Kommentare schreiben. Wie geht es Ihnen in Ihren Gehaltsverhandlungen? Da bin ich ganz neugierig. Ich verlinke Ihnen auch ein passendes Video dort unten, damit Sie noch bessere Chancen haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Wehrle.